wir haben uns irgendwie nicht wirklich normal kennengelernt, wenn es normal irgendwie gibt, weil auf LinkedIn irgendwie, da siehst du was, was du toll findest und dann likest du was gegenseitig und dann merkst du irgendwie, da ist eine Sympathie da und eine gewisse Chemie und hier sind wir. Ja, also Ja. genial, oder? Ist verrückt, vor allen Dingen, wenn du irgendwie bedenkst, wie war das früher? Weißt du noch, wie man früher Menschen irgendwie getroffen oder so kennengelernt hat? Das war irgendwie ganz eine andere Umgebung irgendwie. Ja. Und ja, so, also Nicht grundsätzlich. immer optimal. Also man muss eigentlich das auf den Punkt bringen können, sagen, das ist und ja, also, aber okay, also da kommst du auch mehr mit den Menschen dann in Kontakt, die neugierig sind und denen du auch mal erklären kannst und dann ergibt sich auch was. Ja, so mehr diese Entertainment auch betreibst, da schreiben mir die Leute, oh, ich fand dich ganz sympathisch, so natürlich in deinem Video und du erzählst so, eigentlich sind die Sachen ganz einfach, aber das bewegt mich zum Nachdenken, du inspirierst mich mit diesen bodenständigen, menschlichen Themen hier, keine hochnäsigen irgendwie Experten Themen und das kommt viel sympathischer rüber und dann schauen sie auf meiner Seite und sagen, ach, da kannst du mir helfen. Also Was denkst du, was ist dein Erfolgsgeheimnis, warum du bei den meisten so 10.000 Views hinkriegst? ich engage viel und ich bin ich irgendwie. Also mein Erfolgsgeheimnis auf LinkedIn ist, offen zu sein und zu geben. Also Erfolgsgeheimnis, weil, also das finde ich immer klasse, wenn man so fragt, aber ich bin einfach ich und ich spreche wahrscheinlich Themen, die nicht unbedingt jetzt jeder an. Also ich mache das auf meine Art und auch mal mit Fehlern. Also ich mache das nicht perfekt und die Leute schreiben mir, ich mag dieses Unperfekte. Das gibt den Menschen mehr Mut, auch sich zu zeigen, weißt du? Krassimira Hagedorn. Hi. Hi, du bist eigentlich, wenn ich es richtig entsinne, Miss Mastermind. Und dafür, dass es gleich so einen hohen Titel hat, würde ich dich doch gleich mal bitten, liebe Krassi. Erzähl doch mal ganz kurz unseren Hörern und Hörern, was macht eine Miss Mastermind eigentlich? Schön bist du hier. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, lieber Roger. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. So, die Frage kriege ich sehr oft gestellt, was mache ich eigentlich und was heißt denn Mastermind? Was mache ich? Ich leite professionelle Mastermind-Gruppen für selbstständige Unternehmer, Berater, Trainer, die da draußen in der digitalen Welt alleine sind mit ihrem Business. Und was bedeutet eine Mastermind-Gruppe? Eine Mastermind-Gruppe ist eine Peer-to-Peer-Gruppe. Es ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von ambitionierten Menschen, die sowohl beruflich als auch persönlich wachsen wollen und ihre Ziele dann erreichen wollen. Und pragmatisch, praktisch gesprochen, ist es eine LinkedIn-Gruppe, eine Facebook-Gruppe oder trefft ihr euch da beim Stammtisch? Nee, weder noch. Also die Gruppen, die ich leite, sind virtuell und das läuft über Zoom auch, so wie jetzt hier, was wir aufnehmen. Und diese Gruppen sind ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, aber aus unterschiedlichen Bereichen und Branchen. Das macht auch das Spannende, weil das die sogenannte kollektive Intelligenz ist. Ja. Und das heißt, in dem Moment, wenn ich mir das jetzt so physisch vorstelle, du hast eigentlich einen tollen Haufen von spannenden Menschen auf einem Bildschirm vor dir und du sorgst einerseits dafür, dass das Gespräch irgendwie vorangeht, dass die Themen abgearbeitet werden, dass da die Leute auch ihre Sorgen, Ängste und Möglichkeiten einbringen. Das ist ja in dem Moment wahrscheinlich für viele Leute, die noch nie so eine Mastermind-Gruppe gesehen oder erlebt haben, wahrscheinlich ein halbes Kunstwerk, wie du da irgendwie einerseits einen Überblick behältst, gleichzeitig dafür sorgst, dass sich alle wohlfühlen und energetisch gesprochen, da bist du wahrscheinlich irgendwann dann auch mal vielleicht durch. Kannst du mal so ein bisschen uns da einführen, wie das so abläuft bei dir?
Genau, also die Mastermind-Gruppen, die ich leite, sind, wie du sagst, das ist pure Energie. Es ist Energie dabei. Und das sind sehr gut ausgebildete, weitergebildete Menschen, die sich dann virtuell treffen und Expertenwissen dann mitbringen. Und das Ziel der Mastermind-Gruppe ist, dass jeder seine Ziele dann verfolgt, gemeinsam auch wächst und sich gegenseitig auch unterstützt unter einer bestimmten Struktur. Ich bin auch eines der Brains, der dazu beiträgt, dass jeder seine Herausforderungen löst. Das heißt, wir lösen Probleme, wir lösen Herausforderungen in der digitalen Welt. Ja? Und jeder, weil jeder aus unterschiedlichen Branchen kommt, hat unterschiedliche Herausforderungen. Und das macht auch das Spannende. Und oft sind auch die Menschen betriebsblind. Das bedeutet, genau diesen das Expertenwissen von außen, von den anderen, von deren Erfahrungen, von deren Know-how, die sie da reinbringen in die Problemlösung oder in die Herausforderung, das macht eine Mastermind-Gruppe enorm wertvoll. Und das läuft aber natürlich unter einer bestimmten Struktur. Das heißt, ohne Struktur gibt es auch keine Erfolge. Und die Hauptstichworte sind Commitment, Accountability und diese Regelmäßigkeit. Und auch die Lösung von diesen Herausforderungen. Ja? Das ist, macht eine Mastermind-Gruppe erfolgreich. Wobei sehr entscheidend sind natürlich die Teilnehmer und der Moderator. In dem Sinne bin ich auch die Moderatorin, die das zum Erfolg dann auch bringt. Also die ganze Gruppe, dann, Gruppe begleitet. Ja. Jetzt wahrscheinlich interessieren sich sehr viele Leute, die jetzt gespannt zugehört haben und finden, oh mein Gott, ich will unbedingt so eine Mastermind-Gruppe entweder beitreten oder gleich in die selbst umsetzen. Wie bist du damals darauf gekommen? Weil ursprünglich hast du ja eigentlich ein bisschen einen anderen Hintergrund, oder? Was? Also das Letzte? Ursprünglich hast du ja ein bisschen einen anderen Hintergrund. Du bist ja nicht irgendwie an die Uni und hast gesagt, so, ich studiere jetzt Mastermind und fange jetzt an, irgendwelche Domteurinnen-Kunststücke vorzuführen hier. Ja, ich finde diese Frage sehr, sehr interessant und wichtig. Die wird mir auch immer gestellt. Natürlich habe ich studiert. Also natürlich ist es nicht natürlich, muss auch nicht jeder studieren. Das war aber mein Weg. Also ich habe meinen Weg selbst ausgesucht. Mein Traum war zu studieren im Ausland. Ich bin gebürtige Bulgarin und da habe ich in Deutschland studiert, in Holland, war auch unterwegs. Und natürlich war ich nicht mit Masterminds geboren, nein. Und das habe ich auch nicht studiert. Wie kam ich auf die Idee? Ich habe selber Mastermind-Gruppen auch in den USA teilgenommen, dann habe ich sehr viel auch unter Gleichgesinnten dann so eine Art Mastermind-Gruppen geführt, ohne dass ich dabei auf die Idee kam, dass ich ein Geschäftsmodell davon entwickeln kann, insbesondere auch in der digitalen Welt. Und weil ich die Ergebnisse bei mir gesehen habe, auch und bei den anderen Teilnehmern, was das Ganze bewirkt, ja, habe ich angefangen, vor circa 3 Jahren dann zu bloggen, hier in dem Dachraum auf Deutsch. Und dann haben meine Blogartikel recht schnell angefangen, auf Google an der ersten Stelle dann zu ranken. Durch meine Begeisterung, durch meine Erfahrung, durch mein Know-how, dann habe ich angefangen, auch die ersten Gruppen dadurch zu leiten und daraus auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ein digitales Geschäftsmodell, dein Thema, ja. Und das hat wunderbar angefangen zu funktionieren. Damals, vor der Corona, ja, habe ich schon diese virtuellen Mastermind-Gruppen dann gebildet und es, viele haben gesagt, oh Gott, funktioniert das, wenn du die Menschen nicht kennst und auch virtuell die mal zusammen zu bringen und auch die zum Erfolg zu begleiten, wie geht das? Und es gab von dem Umfeld auch so komische Reaktionen. Ja, das klingt ja voll komisch, funktioniert sowas. Aber ich bin dran geblieben und das hat sich bewährt. Und vor allem auch die Erfolge, die dann auch die Teilnehmer erzielen, das sind großartige Sachen, ja. Also die durch die Mastermind dann passieren. Also so kam ich auf das Thema Mastermind-Gruppen. Wann war der Punkt bei dir im Leben, wo du gesagt hast, ich fange jetzt an zu bloggen und setz also auf diese Karte und fange jetzt mal an, mich so ein bisschen auch, ja, nicht zu präsentieren in dem Moment, weil Personal Branding ist ja auch ein Thema, das du auch in dem Moment begleitest und professionell umsetzt. Aber was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich das, komme was wolle, ich kann nichts verlieren, aber ich probiere es jetzt mal. Wann war der Punkt? Also,
Das war ein Wendepunkt bei mir, ja. Also ich habe irgendwann entschieden, meine Karriere einfach mit meiner Karriere in großen Konzernen, war in großen Konzernen davor, einfach aufzuhören. Ich habe mich nicht mehr so erfüllt gefühlt. Ich wollte neue Wege gehen. Und ich habe immer dafür gebrannt, etwas Eigenes aufzubauen. Ja? Also ich wollte so wie du ähnlich, ja, du hast auch eine lange Geschichte mit deinem, mit deiner Selbstständigkeit. Also ich wollte etwas auf die Beine stellen. Ich wollte es probieren und auch vor allem die digitale Welt. Und dann habe ich angefangen zu bloggen. Ja, das war der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das eine jetzt losgelassen. Ich habe mich entschieden, genau jetzt meine Karriere an die Nagel zu hängen. Und jetzt packe ich das. Ich packe es und ich beweise es, dass es funktioniert, auch etwas Neues aufzubauen und und dran zu bleiben. Und das war der Punkt, das war der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, jetzt springe ich da in die digitale Welt und das mache ich. Und ich habe bis heute nicht bereut. Natürlich gab es Tiefen und Höhen, also das ist ganz normal, das kennst du auch bestimmt. Aber das war mein Weg, also mit dieser Entscheidung einfach loszulassen und etwas Neues anzufangen und in Richtung Entrepreneurship dann auch zu gehen. Ja. Hattest du damals schon irgendwelche Vorbilder, wo du gesagt hast, das inspiriert dich? Meine Mutter. Schön. Ja, also ich werde immer gefragt, wer steht dahinter, wer hat mich immer inspiriert, motiviert, bewegt. Das war immer die Person, die immer mir auch so vorgelegt hat, dass es möglich ist, alles, das Unmögliche möglich zu machen. Ja, also das war die Person, die mich total viel inspiriert hat und bis heute auch begleitet und immer hinter mir. Das ist der beste Mentor ever. Also für mich ist das meine Mutter. Ja. Schön. Und in dem Moment, wenn du ja so eine Mastermind-Gruppe betreust und du machst ja noch einiges mehr, aber das hat ja auch so ein bisschen Charakter von irgendwo mütterlich zu schauen, die Fäden in der Hand zu halten und irgendwo die Leute auch ein bisschen zu führen, ohne jetzt zu streng und zu herablassend zu sein. In dem Moment, Hand aufs Herz, was ist schwerer, die Mastermind-Gruppe zu starten oder die Mastermind-Gruppe am Leben zu halten? Also ich sage das nicht schwer. Es ist eine Kunst, die Mastermind-Gruppe am Laufen zu halten, weil es viele Mastermind-Gruppen gibt da draußen, die sich Masterminds nennen, die sind aber keine Profi-Mastermind-Gruppen oder es sind Mastermind-Gruppen, aber Pseudo, sprich Tratsch und Klatsch oder es werden keine Ergebnisse dann erzielt. Und es ist die Kunst, wirklich die Fäden, wie du sagst, zu ziehen und wirklich Mastermind-Gruppen zu halten. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein sehr guter Facilitator und Moderator, der auch von der die Sache auch versteht, wie die Menschen funktionieren, wie führst du auf Augenhöhe, ja, wie führst du so, dass die das Gefühl nicht haben, dass du führst, weil das Peers sind, also das ist auch die Kunst und genau solche Mastermind-Gruppen am Leben zu halten, finde ich, wenn du das Wort schwer nutzt, dann ist es für mich sehr, sehr schwierig und eine Art Kunst und zum Glück beherrsche ich das. Du bist ja kommunikativ enorm begabt, wie ich finde, und wir sind uns ja auch online über den Weg gelaufen, respektive miteinander gestolpert fast auf LinkedIn. Du selbst nutzt ja LinkedIn auch sehr stark und das gehört auch zu einer von deinen Fähigkeiten, wo du sagst irgendwo, dass eine Community ist. Jetzt allerdings im Gegensatz zu meiner Philosophie, der eher jetzt viel rausspielt, bist du jetzt nicht die sagt, ich muss täglich was posten und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, das finden wir vielleicht raus, hast du auch dein Netzwerk extrem gut und stark und auch qualitativ führen und aufbauen können. Kannst du ein bisschen uns mit auf die Reise nehmen, was so ein bisschen der Ursprung war und warum du jetzt doch schon, ich glaube, es waren über 10.000 jetzt, gell? Kontakte hast, die du aber dementsprechend auch, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, sehr selektiv auch auswählst. Also du gehörst nicht zu diesen, die sagen, du Hauptsache, ja, jeder soll kommen und so weiter. Hast du eine Strategie in dem Moment oder wie bist du da irgendwie vorgegangen? Und wenn es Berufsgeheimnis ist, gell, dann musst du es nicht verraten. Okay, super. Klar, also es gibt auch ein paar Taktiken und Strategien dahinter, die ich anwende. Ich bin auch dazu digitale Business-Strategien, was auch Personenmarke, Aufbau auch auf LinkedIn angeht und unterstütze auch in 1:1 meinen
meine Kunden auch ihre Marke Ich dann insbesondere auf LinkedIn aufzubauen und ich kenne mich da aus. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwas da mache, ohne im Hintergrund was bewusst dann zu gestalten. Und du hast recht, also ich habe innerhalb von kurzer Zeit diese Followers dann aufgebaut und das qualitativ. Ich achte sehr viel auf diese Qualität, nehme jetzt nicht jeden an. Und ich bin auch nicht diejenige, die jeden Tag postet, was wir uns auch schon, wo wir uns auch unterhalten haben. Mein Tipp, wenn das auch als Geheimnis gilt, also mein Tipp ist, dass man einfach sich selbst ist, ja, dass man authentisch ist, mit dem authentisch ist ein Wort, was jetzt ein bisschen überall verwendet wird, in dem Sinne, dass man auch ehrlich ist mit dem, was man tut und wie man das tut und auch die Inhalte, die man auch für sein Zielpublikum dann auch kreiert, dass sie einerseits natürlich eine Art Weiterbildung oder Content, der inspiriert, wo sie etwas mitnehmen, aber auch eine Art, was ich für mich festgestellt habe, ist es auch, die wollen mehr von den Menschen krass kennenlernen, die wollen den Menschen so sehen, wie denkt ihr zu bestimmten Themen, ja, wer ist das? Und genau diese Beiträge waren mit Abstand die besten Beiträge. Also ich spreche nicht von Katzenposten, persönliche Beiträge, sondern einfach der Mensch, und der sich zu bestimmten Themen dann äußert. Was ich stark empfehle, ist dieses Geben, insbesondere am Anfang, aber auch die ganze Zeit, wenn auch die Kapazität erlaubt. Ohne Geben kommt man einfach in LinkedIn nicht weiter. Ja. Also ich habe auch sehr viel bei weiterhin, also wenn mir die Kapazität das erlaubt, auch viel beteilige mich am Kommentieren, am Beitragen, an Weiterempfehlen. Ja. Für mich ist das enorm wichtig und dadurch fällt jemand auf, okay, dein Kommentar hat mir so viel gefallen, ich folge dir. Oder deine Beiträge inspirieren mich, du bist ehrlich, du bist unperfekt. Also dieses Unperfekte, weil Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich schreibe meine Beiträge auch alleine und ich bestehe auch drauf. Und die Leute mögen dieses Unperfekte. Ja. Also die Followers steigen. Und du hast vorhin was Schönes gesagt. So dieses Persönliche ist auch extrem wichtig. Jetzt hast du ja einen wunderschönen Namen, wie ich finde, mit Krassimira. Und trotzdem, die Leute nennen dich Krassi. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, woher dein Name kommt und was er bedeutet? Ich weiß es ja glücklicherweise jetzt schon, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen es noch nicht. Genau, also Krassi ist mein Spitzname, da werde ich auch oft auf LinkedIn auch gefragt, was ist das für ein Name, das ist doch krass. Also Krassi ist mein Spitzname und ich bin gebürtige Bulgarin, also Krassi bedeutet verschönern, etwas schön machen und Krassimira ist mein kompletter Name. Und Krassimira heißt, die Welt schön machen oder die Welt verschönern, den Frieden verschönern, ja. Insbesondere mir wird als Frieden dann übersetzt. Ja? Aber ich wurde schon immer Krassi genannt. Ja? Also seitdem ich auf der Welt da bin, also ich kenne das nicht anders. Also nur wenn ich Papiere irgendwie ausfüllen muss, muss ich meinen kompletten Namen schreiben. Aber ich bin Krassi. Also das ist mein Name. Also, so. Wie verschönerst du deine Welt für dich selbst? Was gibt dir so Energie und Kraft in dem Moment? Ich bin ein Familienmensch und ich habe zwei Kids, ein ganz kleines, ich nenne das immer Baby, aber es ist unter zwei, bald wird es heißt nicht mehr so ein Baby. Meine Kinder geben mir sehr viel Kraft, Energie, meine Kinder, meine Familie. Ich habe einen starken Rücken und die verschönern meine Welt extrem, ja. Und ich achte sehr viel auch auf meine Zeit, wie ich dann Business und Familie zusammenführe und für alle dann da zu sein, für meine Kunden, aber auch für meine Familie. Also, ja. Finde ich absolut schön und ich glaube, je länger auch, je wichtiger. Die Leute sollen auch irgendwie verstehen, dass es neben diesem ganzen digitalen, diesem Business-Zeugs ja auch wirklich Dinge gibt, die wertvoll sind. Also wert und voll, ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt vielleicht auch in so einer Situation sind, die sagen, mein Gott, ich habe irgendwie eine Karriere hinter mir oder vielleicht auch vor mir in dem Moment. Ich möchte aber auch irgendwie die Familie nicht vernachlässigen. Ist es ein Thema, was dich auch beschäftigt und begleitet im Rahmen von Personal Branding, dass Damen auf dich zukommen, Frauen, die sagen, du, Krassi,
wie löse ich das, weil ich muss irgendwie beiden Dingen gerecht werden und ich muss mich doch präsentieren und dann muss ich noch auf LinkedIn und Instagram muss ich auch noch und hier geht es zum Mastermind, hier geht es eine Masterclass. Und was sind so die Argumente, wenn die Leute zu dir kommen und wie gehst du damit um jeweils? Genau, also ich habe tatsächlich auch Unternehmerinnen oder angehende Unternehmerinnen, selbstständig angehende Unternehmerinnen, die kommen mit diesen Themen, weil sie auch selbst, also die haben auch selbst Familie und die wollen aber deren Business auch vorantreiben. Ja. Und es ist auch oft ein Thema, wie schaffe ich diese Struktur auch? Das ist sehr, sehr oft ein Thema, hilf mir mit meiner Struktur. Also ich möchte die Familie nicht vernachlässigen, aber ich möchte auch mein Ding dann rocken und ich möchte wirklich mal erfolgreich und mich als Personenmarke da draußen präsentieren, selbst vermarkten, etwas aufbauen, was ich gut kann. Und Struktur ist enorm wichtig, besonders bei Mamas, die auch selbstständig sind, finde ich. Also so arbeite ich auch sehr strukturiert und ich mache immer für kurze Zeit enorm viel. Also das heißt, volle Konzentration, wenn ich jetzt 20 Stunden dann in der Woche maximal habe, dann bin ich komplett für mein Business da und für meine Kunden. Ja, das ist auch eine Herausforderung, aber eine Struktur, also ich war schon immer so ein Strukturmensch und da schaffe ich auch meinen Kunden das beizubringen, wie integrierst du dann auch die Familie? Für mich zum Beispiel, Familientermine sind in meinem Kalender, die sind Bestandteil. Das heißt, auch die Zeit zum Spielen mit den Kindern ist in meinem Kalender. Das ist Arbeit. Ja. Oder auch eine Priorität in dem Moment, weil wenn du es nicht planst, dann ist es nicht präsent. Ja, ja. Ja. Gibt es da in den letzten Jahren, hast du eine Veränderung festgestellt, dass die Leute das auch immer mehr selbst auch so wollen? Ist es langsam so ein bisschen auch in den Köpfen, sage ich mal, angekommen, dass es wichtig ist? Sehr, also so sehr auch Family und Business oder Beruf auch zu vereinbaren. Also es geht nicht nur um Business. Für mich, ich merke diese Tendenz nicht nur bei Kunden von mir, sondern auch in der Umgebung, die auch sogar berufstätig sind. Das ist dieser innerliche Wunsch. Ich lebe nur ein Leben, klar, es macht mir Spaß. Gerne weiterhin tun oder wenn nicht, dann was anderes. Natürlich dann besteht auch die Möglichkeit, sich neu zu orientieren. Ja. Aber auch dieser Wunsch Familie, das ist so, also meine Wahrnehmung, muss es nicht sein, aber das deine Wahrnehmung, das ist meine Wahrnehmung und auch was auch diese Möglichkeit, die wir jetzt auch digital haben, auch solche digitale Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Ja. Und viele orientieren sich auch danach, also aus meiner Sicht, also Familie und Beruf und Business dann zu vereinbaren. Nee, kann ich absolut unterschreiben, ja. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist absolut richtig, dass die Leute auch langsam oder je länger, je mehr sehen, welche Möglichkeiten du heute hast, um eben diese Dinge auch umzusetzen. Mhm. Eben, du brauchst, ich sage immer, diese Laptop-Unternehmer, ja, von früher, die eher belächelt wurden, weil du hast einen Laptop und ein Wi-Fi und so weiter. Der Unterschied ist ja in dem Moment, wenn du es schaffst, so wie du es das wunderbar erklärt hast, wenn du eine Struktur nach hast. Also wenn du eine Regelmäßigkeit, eine Stabilität reinbringst, eben ein Geschäftsmodell auch hast, nicht nur ein Hobby. Mhm. Ja, wenn du sagst, okay, ich mache das zwar gerne, ein bisschen Social Media betreuen und ein paar Posts hier und da, dann ist es nett, aber es ist noch kein Business. Mhm. Was denkst du, woran scheitern die meisten Leute dann in dem Moment auch diesen Switch zu machen von wegen, okay, ich mache das jetzt fokussiert, konzentriert, in absoluter, im absoluten Wissen, dass ich hier was aufbaue. Woran scheitern die Leute dann trotzdem, dass sie es dann eben nicht machen? Also aus meiner Genau, also wo die meisten scheitern aus meiner Sicht ist diese Geduld und auch dranbleiben, ja, und auch etwas aufzubauen, das kennst du, es ist mit sehr viel Mindset auch verbunden und Zweifel auch, wenn der Zweifel kommt, auch abzulegen. Und wenn man zu an sich oder an das Geschäftsmodell oder was auch immer und die Geduld dann auch nicht hat, durchzuhalten, verliert man sie, gibt man auch auf. Das ist so meine, also kurz und knapp prägnant, was ich denke zu dem Thema, ja. Ja, absolut, ja. Was denkst du, wo geht die Reise so ein bisschen hin? Momentan sind ja alle extrem entweder auf LinkedIn unterwegs,
sagen, Personal Branding ist das Nonplusultra, du musst Social Selling betreiben, du musst. Was denkst du, wenn du jetzt ein bisschen beobachtest auch und aufgrund von der Erfahrung von deinen Coaches, die du hast, was erwartet uns jetzt noch so die nächsten 1-2 Jahre, was für Entwicklungen kommen da auf uns zu und was ist wichtig in dem Moment? Wenn wir jetzt uns auf LinkedIn fokussieren, es ist wichtig, dass man einfach aus meiner Sicht immer die Augen offen hat und die Ohren offen hat. Ja. Und Personal Branding ist ein Thema. Und ich glaube, das wird auch noch eine gewisse Zeit auch bleiben im Raum oder generell als Tendenz, seine eigene Marke dann aufzubauen und sich mehr dann auch in Fokus zu rücken mit seinen Fähigkeiten und auch sich selbst zu vermarkten. Aber ich glaube, dass LinkedIn noch viel mehr dann auch wachsen wird, also nicht nur von Teilnehmern, also von Leuten, die sich bei LinkedIn auch mit deren Business oder mit deren Berufen dann auch anmelden generell. Ich denke, die Reise geht in neue Modelle, die auch virtuell auch entwickelt werden, die auch die Menschen noch näher zusammenbringen über die Global Community. Und es geht, so mein Gefühl, richtig in diese Community Building und da die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind großartig und die Geschäftsmodelle auch, die man da auch nutzen kann. Ich weiß nicht, du bist auch so der digitale Geschäftsexperte auch hier. Findest du auch so eine ähnliche Tendenz? Ich glaube auch, dass so ein bisschen der Trend, weil es eben drin geht, es ja mal ein Antitrend. Ich glaube, dass der Trend momentan so ein bisschen ist, größer ist besser und da ist LinkedIn definitiv auf der richtigen Spur. In dem Moment, dass eigentlich LinkedIn die Business-Transaktionsplattform wird, wenn es um unser täglich Brot geht. Sei es jetzt, wenn ich einen neuen Job suche oder wenn ich mich selbstständig mache oder wenn ich ein Unternehmen habe, das ich irgendwo an den Markt bringen möchte, dann ist LinkedIn nicht die Plattform, wo ich eine gewisse Professionalität habe, den Zugang habe und auch die Mittel habe. Gleichzeitig allerdings natürlich immer das Problem, wenn Plattformen wachsen, größer werden, dass sie auch ein bisschen verwässert werden. Und ich sehe jetzt immer mehr jetzt auch mit dem Update zum Beispiel bei Dwelltime, dass die Muster, die wir gelernt haben, nicht mehr so krass funktionieren wie vorher. Dass es ein Umdenken stattfindet, aber auch, dass es schwieriger wird, gezielt auch gewisse Leute abzuholen, abzuholen und anzusprechen. Und ich glaube, da kommt der Antitrend so ein bisschen, dass es auch vermehrt wieder Nischenplattformen geben wird und geben muss. Das kann zum Beispiel auch so eine Mastermind-Gruppe sein, wie du es erfolgreich leitest, wo die Leute auch wieder diesen Zugang haben im Kleinen, wo sie aber auch Zeit haben, um fokussiert an gewissen Themen zu arbeiten. Weil ich habe ja auch letztens viel gepostet, von wegen, wie die Aufmerksamkeit immer sinkt. Ich habe diverse Experimente gemacht mit Videos, mit Posts, mit Bildern und so weiter. Und es ist erschreckend, wie wenig Zeit die Leute geben. Und da geht es schon ein bisschen die Tendenz, dass gerade auf so Massenplattformen wie LinkedIn und Instagram und Co. die Aufmerksamkeit eher geringer wird. Wir reden heute von irgendwie so 20 Sekunden und dann bricht alles ab und dann geht es runter auf 8 und dann ist noch 2 Sekunden. Hingegen hast du es vorhin ja schön gesagt, wenn du fokussiert, wenn du das arbeiten kannst, dediziert sagst, ich bin jetzt hier, die Energie und die Möglichkeiten, das ist enorm. Ja, wichtig ist wirklich diese Community auch, wie du sagst, auch seine Community auch zu haben, sei es kleinere Community oder ja, also diese Community zu haben, die dich dann auch unterstützt, ja, sei es in Mastermind-Gruppen oder sei es auch auf LinkedIn dann unter seiner echten Community. Also was mir gut bei LinkedIn gefällt, ist wirklich diese echte Followers, weil wir das auch teilweise von Instagram auch kennen, dass da auch viel, ja, kann sein, also ich will jetzt nicht unterstellen, aber es gibt auch viele Accounts, die Fake-Accounts, Fake-Followers haben und das ist, was ich bei LinkedIn noch gut finde, ich hoffe, das wird sich auch nicht ändern, dass da eine echte Community ist, die auch mehr dann, ich wünsche mir auch, dass sie mehr interagieren und wirklich Engagement auch, was du sagst, also manchmal sind die Interaktionen wenig, aber dass sie mehr so richtig diese Power of Engagement dann auch spüren und auch anwenden. Ja, absolut, ja.
Liebe Krassi, wir sind schon fast am Ende von unserer Sendezeit und ich freue mich immer, wenn Leute wie du, die eigentlich sehr viel wertvolle Zeit haben, diese dann auch mit mir teilen. Und dementsprechend möchte ich es gerne zurückgeben, indem ich gerne dir das letzte Wort übergebe. Das heißt, was auch immer du loswerden möchtest, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, sei es ein Tipp oder auch deine Kontaktdaten. Liebe Krassi, das letzte Wort, das gehört dir. Die Tipps, die ich an deine Zuhörer geben möchte, egal wo ihr euch gerade befindet, auf welchem Stadium in eurem Leben oder in eurem Business, glaubt bitte an euch. Gibt never up. Also ich bin eine Motivationsbooster, so nenne ich, und ich möchte, dass es ist trivial, klingt trivial, aber bitte, wenn auch Tiefen da sind, never aufgeben, also immer dranbleiben und an sich selbst glauben. Wunderschön. Das ist mein letztes Wort. Wunderschön. Du bist auf LinkedIn erreichbar. Wir werden dich auch noch dann dementsprechend verlinken in den Shownotes. Liebe Krassi, nochmals vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald im richtigen Leben wieder. Ja, danke dir auch, Roger, für diese Möglichkeit und für die Zeit. Schätze ich auch sehr und wir sehen uns bald. Sehr gern. Bye-bye. Bye-bye.